Tante Hester, es ist dein Geburtstag. Ich hätte daran denken müssen. Und das ist mein Halbbruder John. Irene's Sohn. Er hat ihr Aussehen. Schaff den Jungen hier weg. Sie haben nur gespielt. Ich will nicht, dass er in die Nähe meiner Tochter kommt. Sag Gott. Er ist ein schmutziger, unzivilisierter Kleiner. Das reicht. Fleur. Vielleicht sind wir verwandt. Ja, der Tag im Garten. John gefiel die Tochter. Ja, John ist ein junger Mann. Er war hingerissen von ihr. John ist von Mädchen hingerissen. Punkt aus. Wenn wir Freunde sein wollen, dann müssen wir es geheim halten. Hör zu, sie waren verheiratet, dann wurden sie geschieden. Deine Mutter und Daddy, es ist wahr. Mein Vater wird uns niemals akzeptieren. Ich kenne ihn, das weiß ich. Fleur, hör zu, es gibt sicher einen Weg. Ich sollte gehen, ich hätte nicht kommen sollen. Vielleicht hat mich jemand... Noch nicht, ich rede mit ihm. John! Hat sie dir gesagt, dass sie hier war, während ihr in Frankreich wart? Warum hast du mir nichts davon erzählt? Sie hat mich getäuscht. Nein, so ist sie nicht. Nicht. Sie lädt sich selbst zu Holly ein. Sie taucht vor unserer Haustür auf und sagt nicht, wer sie ist. Mein lieber Junge, erkenne doch, wie sie wirklich ist. Sie wollte dir doch sagen, wer sie ist, aber... Es gab keine Gelegenheit dazu.